Hallöchen Leute, Ladies and Gentlemen, ich bin Dave und tue euch ganz herzlich zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Link to the Past zurück begrüßen. Wir sind in der 11. Episode. Ich tue alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer, genau nur so, Nicht-Abonnenten und treue Zuschauer zu diesem phänomenal epischen Let's Play zurück begrüßen. So, oderle, dann gehen wir erstmal hier in den Wald der Illusionen, laut meiner Meinung. Also ich würde es eher nicht sagen, der Wald, der kleine Junge hier normalerweise war. So, dann werden wir jetzt erstmal seine Ocarina, oder wie es hier im Spiel heißt, upsala. Die Flöte suchen. So, dann suchen wir mal die Flöte. So, normalerweise, ich weiß nicht, ob sie immer an der gleichen Stelle ist. Früher war sie immer hier oben irgendwo. Glaube ich. Muss man ab und zu mal gucken. Da findet man sie eventuell. So. Ach. Hier immer weiter Löcher machen. Irgendwann springt sie raus. Geil wäre es, wenn es jetzt genau hier ist, aber das bezweifle ich, da wo wir die Flöte gemacht haben. So, und jetzt verschwindet unser Bub wieder. Ja. Und da ist er weg. Er war nur eine Illusion. Oh mein Gott, er war nur eine Illusion. So. Hallo? Hier war er doch. Hier war es doch mal, oder? Also ist es schon ein bisschen länger her, das habe ich ja schon öfters gesagt, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber hier war ja irgendwo die Flöte. Also hier irgendwo normalerweise. Ah, guck mal, jetzt war es mal auf der anderen Seite. Tara, hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmte übergeheimnisvolle Kräfte. So, upsala, jetzt wollte ich eigentlich schon Ocarina benutzen. So. Wenn wir jetzt die Ocarina of Time haben, Spaß beiseite, nehme ich die Ocarina oder die Flöte. Wir nennen sie Ocarina, weil es sie ja seit Ocarina of Time Ocarina heißt. Und eigentlich, wenn man auf Amazon Ocarina eingibt, diese Flöte kommt. So. Geh sterben, genau, Bub. Ach. Du wolltest nicht anders, da, hä? Du, Alter! Jetzt reicht's mal langsam, du tust mir schon genug weh. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier was ganz Spezielles, nämlich ein kleines Vögelchen zum Leben erwecken. Oh mein Gott! Eine Ente! Ein Vogel! Was ist es? Ein Adler? Nein, es ist ein Vogel oder was es auch sein soll. Yeah! Was hat das zu bedeuten für uns? Das heißt, wenn wir jetzt diesen Vogel rufen oder die Flöte spielen, tut er uns an bestimmte Punkte jetzt hin teleportieren, sage ich schon. Ja. Egal. So, gehen wir erstmal zu 8. Nee, da will ich nicht hin. Nee. Komm nochmal her. Nochmal. Aua. So, ich möchte jetzt zur 6 hin. Ja, wir gehen jetzt erstmal zur 6 hin, weil ich glaube, da ist ein Herzlein. Oder nee. Stopp, falsch. Da ist kein Herzlein. Da ist ja nämlich ein Teleporter zur Schattenwelt. So, dann gehen wir erstmal jetzt zur 1 hin. Weil ich tue nämlich jetzt uns das negische magische Siegel organisieren. So, rip. Oh, und der Stein hat uns doch getroffen, verdammt. Komm, geh sterben. Oder versteinere, oder was du auch sein willst. So, nachdem wir jetzt hier dann den Stein der Furcht erwecken, werde ich dann auch zurück in die Schattenwelt wieder zurückgehen. So, meine Freunde der Nacht. Genau, geh sterben. Alter, du hässliche Spinne. Warte mal, war nicht hier irgendwo was, wenn ich jetzt hier reingehe? Kommt man da hin? Ach so, da muss man auf der anderen Seite, verdammt. Okay.
Da muss man irgendwo hier runterspringen, dass man da reinkommt. Aber das machen wir alles später. Wir haben ja genug Herzen. So, gehen wir erstmal zum Teleporter. Bam, bam, barababam, bam. Oh, wir finden sogar eine Fee hier. Spitzemäßig. Alter, warum geschieht mir die Scheiße jedes Mal? So. Tut mir leid. So, aber jetzt. Ab geht's hier weiter. Da ist er. Oh, wir hätten nicht mal den Dildo-Smasher gebraucht. Oh, und nächstes Mal. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Wow, episch. Das Luftmedaillon. Damit hast du Macht über die Atmosphäre und kannst den Polarwind herbeirufen. Achte auf deine Magieanzeige. Yep, das werden wir jedes Mal machen. So, jetzt fehlt uns trotzdem noch ein Medaillon, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. Aber erstmal gehen wir jetzt zurück in die Schattenwelt. Aber ich werde auf diesen Punkt gehen, zu diesem Punkt Nummer 5. So, zack. Einmal Dildo Smasher und rein in den Teleporter. So, einmal Dildo Smasher. Und jetzt schauen wir mal, wo unser dritter. Ah, ja, stimmt, das war in den Wald. Wir müssen ja in den Wald jetzt. Oh, Alter. Alter, bin ich blöd. Das hätten wir viel einfacher machen können. Das mache ich auch jetzt so. So, aber zuerst gehe ich mir noch eine Fee organisieren, bevor ich hier wegflattere mit der genialen Ente. Ja, ich weiß, ich bin ein kleiner Angsthase und brauche Feen, damit ich nicht rumfailen tue. Aber ich will es halt schaffen, wie beim ersten Spielstand, dass ich da am Schluss eine Null steht. So. Jetzt einmal die Ocarina. Schneller, schneller, schneller. Oh, ja, 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 geht's nicht schneller, Bob. So, und dann zu Punkt 3 gehen. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Da müssen wir jetzt einmal außen rum gehen. So, jetzt geht ihr sterben. Weil ihr mir echt nicht auf den Sack gehen sollt. Komm. Zack, zack, zack. Braver Bub, braver Bub. So kann's einfach gehen. So, und jetzt gehen wir durch das Portal, oder? Ja, na Logo, gehen wir durch das Portal. Ja, mit dem Dildo Smasher. Bam und zack. Kambau. Und jetzt sind wir im Wald der Illusion. Oder im Schattenwald auch genannt. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo wir reingehen müssen, dass wir zum Palast kommen. Das weiß ich nämlich gerade jetzt nicht. Weil ich glaube, der Palast hat 3 oder 4 verschiedene Eingänge. So wie ich mich gut entsinnen kann. So. Yo, da ist ein Eingang. Da gehen wir schon mal rein. Okay, ob es der richtige ist, werden wir dann sehen. Alter. So, es scheint doch schon mal so aus. Yo. Aber wir haben die Karte schon mal. Sehr schön. Nee, da muss man auch ab und zu mal drauf schlagen, um zu schauen. So, okay, da kommen wir eh nicht weiter. Ohne einen Schlüssel bringt es uns eh nichts. Das heißt, jetzt kann ich wieder rausgehen. Aber wenigstens haben wir schon mal die Karte für die Ebenen. So, der dritte Schattenpalast wartet auf uns. Und jetzt muss ich in den. Ja, genau, ich muss jetzt hier rein. Nein, ich nehme nicht die 5 Rubinen mit, weil ich habe ja genug. So, okay, hier wollen wir rein. Genau, und da sind sogar Zombies am Start. Hallo, meine Freunde. Und die Powerhand ist auch am Start. Was geht ab, Bitch? Die Hand darf uns auf jeden Fall nicht erwischen, weil dann wird sie uns zurück an den Anfang katapultieren. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Alter. Und kaputt machen, nein, bringt es uns auch nichts.
die kaputt zu machen. So. Jetzt schaue ich. Also, super. Ich muss doch nochmal rein, weil ich will gucken, ob es noch irgendwelche Ebenen gibt. So, okay. Nee, es gibt nur 3 Eingänge, obwohl da oben ist noch ein Eingang. Das heißt, ich muss hier raus. Dann gehe ich nämlich zuerst dorthin. Komm. So, geht sterben, genau, Bob. So. Ah, nee, da geht's. Ah, da geht's zum Endgegner. Okay, dann müssen wir uns doch wohl hier vergnügen. Dann tun wir uns jetzt mal hier vergnügen, eine Runde. So, check. Einmal hier durch. Dann machen wir uns hier das goldene Tor auf. So, zack. Yo. Alter. Alter, Alter, ziehen die Energie ab. Die Spastis. Komm, geh sterben. Meine Güte, ziehen die Energie ab. So. Du gehst jetzt auch sterben? Okay. Also, den kann man gar nicht bewegen. Das ist der hier. Okay. Alter, ich hab dich doch kaputt gemacht. Verarsch mich jetzt nicht. Okay. So. Mom. So, geh jetzt sterben, du hässliche Baracke, ey. So, geh doch. Jo, okay. Jo. Ah, super. Das freut mich jetzt schon. Komm, Zombie-Freak, Mumie-Freak, was auch sein soll's. Und jetzt gib mir... Jo, der geht gleich hoch, habe ich mir schon gedacht. So, danke. Alter! Yo! Das war doch ein Manöver gerade. Yo! Ach! Geht doch! Ja, ein Herz! Nein, das Ding darf mich nicht erwischen, sonst verwandelt es mich in den Hasen. Wir haben gleich einen großen Schlüssel. Atemberaubend. Also das ist ja schon wunderbar, wenn wir schon jetzt den großen Schlüssel haben. So, jetzt machen wir erstmal hier ein Lochlein in die Wand. So, wie sieht's aus? Okay. Dankeschön. So, und was geht hier ab? Gar nichts, außer Magie. Magie brauche ich nicht. Sauber. Sauber die Haare geschnitten. Wir haben jetzt schon den Schlüssel. Der bringt uns aber sehr viel. Okay, das heißt, ich kann jetzt schon... Warte, wo war eigentlich... Okay, jetzt gehen wir wieder da rein. Irgendwo muss doch noch ein Eingang sein, glaube ich. Weil das kann nicht der einzigste Eingang sein. Yo! Gib mir mein Schild wieder her! Meine Güte! Ah, Simsalabim. Yo. Nichts Besseres zu tun, ne? So, okay. Da können wir eine Bombe hinlegen. Alles klar. Da ist kein Eingang, da ist auch kein Eingang. So, jetzt haben wir es dir schwer gemacht, ne? Feierabend, ne? Gell? Ja, jetzt ist Feierabend, ja. Jetzt ist ein epischer Bug da. Guckt euch diesen Bug an. Episch. Geil. Das könnte ich wieder abfeiern. Ja, genau. Klar doch. Aha. Und der hängt immer noch da. So, was geschieht ist jetzt hier? Yes! Alles klar. Sehr schön. So, das heißt, einmal da aufmachen. Oh, da macht's kaboom. Yo. Hey, wir haben schon den Feuerstab. Wunderbar. Das heißt, rein theoretisch könnte mir jetzt schon zum Endgegner gehen. Machen wir es doch auch einfach, ja?
Weil mehr wie eine Karte und was weiß ich, finden wir eh nicht hier. Also können wir drauf scheißen, rein theoretisch. Ich kann hier gleich zum Endgegner gehen. So, geh sterben, du Spast. So, das wäre aber ein ganz schneller Palast. So. Rup. Nach Energie kannst du ja uns nicht geben, gell? So, einmal wieder hier rein. So, nach links. Zack. Und runter. Aber ich glaube, wir müssen eh wieder hierher. Bin ich mir sicher. So, aber trotzdem. So, dann nehmen wir erstmal den Feuerstab und machen einmal hier Rabautsch. So, komm. Ey, hier muss doch wenigstens ein bisschen Energie sein. Naja, dann ist es halt eben nicht so. So, kommen wir hier rüber? Ja. Nee, doch nicht. Cool, coole Sache, coole Sache, coole Sache, coole Sache. Klar. So. So, komm her. Ich glaube, wir müssen... Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall durchs Kessel. Das war doch zu früh, dass wir hier reingekommen sind. Aber ich gehe trotzdem hier mal außen rum. Vielleicht kriegen wir hier was. Man weiß ja nicht. Vielleicht hat man ja Glück. Hallo? So, und jetzt hier entlang. So. Okay, hier ist nichts da unten. Yo, hallo mein Freund. Hallo mein Freund. Was geht ab? Gell? Du willst aufs Maul. Ja. Alter. Alter, ziehst du Energie ab. Das ist ja echt krank. So, jetzt hier rein. Und... Wir haben den Schlüssel. Ich lasse sie jetzt einfach auf mich zurennen. Weil hier am Tourrahmen, glaube ich, können sie mir nichts antun. Okay. Zack, 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 zack. So, das war einmal da hoch, einmal da runter und rechts, dann runter. Doch, runter. Runter. Links, nee, rechts. Links. Nee, da geht's gar nicht. Und jetzt hier runter. Da und links. Genau. Oh, meine Güte, ich krieg schon einen halben Herzinfarkt. Oh, wenn ich schon das Piepsen wieder höre, kriege ich die Krise. Oh, meine Güte. Yo! Geh sterben, du hässliche Schabracke, ey. Oh. Oh, nee. Laber nicht, jetzt darf ich alles von vorne machen, okay. Einmal dahin. So, rechts. Super. Oh Gott. Komm, ich scheiß drauf. Ich gehe einfach jetzt weiter. Oh, yo, laber nicht. So, geh sterben. Du gehst auch sterben. So, einmal sterben. Nochmal sterben. Halter Falter. So, okay, das heißt, das müssen wir so machen. Zack, zack. Und zack. Und da oben. Zacka. Zacka, zacka. Alter, Alter. Es reicht. Okay. Opa, 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 opa. So, danke. So, jetzt nochmal die Karte mal anschauen. Okay, jetzt hier rechts. Okay.
Yo! Genial. Wunderbar. Wunderbar. So, geh sterben. So. Ich drücke jetzt einfach hier mal auf Pause. Ich werde hiermit auch den Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von The Legend of Zelda: A Link to the Past. Bis bald und bis morgen. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.